Und das erreicht man tatsächlich nur durch die, wie du gesagt hast, Hartnäckigkeit, freundliche Hartnäckigkeit und auch eben Empathie, Verständnis zeigen. Dann kann man eben auch so eine angespannte Situation entspannen und zum Ziel führen. Dass man zumindest auch, wenn der vielleicht sogar ganz auf Anti gebürstet ist, dass man sogar die Tür offen halten kann und sagt, okay, dann rühre ich mich eben Datum so und so wieder. Bis dahin hat sich das vielleicht sortiert und man bleibt am Ball mit dem und hat sich nicht also abschrecken lassen, indem man seine Impulsivität negativ gespiegelt hat, wie du sagst, Altvertriebler-Style, Hauptsache irgendwas reindrücken vielleicht, und nicht fähig sein, einen Ball gut aufzunehmen. Ja, dann sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, und zwar, welcher technische Background für ausgezeichnete Performance in der Large Enterprise Vertriebs Schiene sind da deiner Meinung nach nötig? Weil ich komme auch immer wieder, quasi auch bei meinen Kunden teilweise, laufen immer wieder Vertriebler über den Weg, die halt, sagen wir mal, so Erstgespräche mit potenziellen Neukunden für IT-Lösungen im Enterprise-Bereich, die mehrere hunderttausend, manchmal sogar Millionen Euro kosten, die dann sozusagen im Erstgespräch, im ersten Teams-Call sozusagen den Call damit einleiten: Naja, ich bin ja kein Techie, aber wir können ja trotzdem mal uns unterhalten. Ja? Und das finde ich ja immer ein bisschen, naja, gut, wenn du ein niedliches Mädchen bist, ist es manchmal, funktioniert es, ja. Ich will ja jetzt nicht quasi die ganzen Gendering machen oder so, aber grundsätzlich funktioniert es natürlich besser, desto mehr Ahnung du auch von der technischen Geschichte hast. Was würdest du sagen, wie viel macht Sinn oder wie weit, so deiner Erfahrung nach, weil du machst es ja auch schon seit Jahrzehnten letztendlich. Ja, also es ist wirklich so, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Man braucht definitiv tiefergehendes Know-how. Also man muss jetzt nicht wie ein Systemarchitekt wirklich ganz tiefes Wissen haben, aber man sollte definitiv die Systemik einer IT-Infrastruktur kennen und wissen durch gute Schulungen. Also das ist auch ein Thema für erfolgreiche Lead-Generierung und Akquise. Man muss einfach das eigene Produktportfolio gut überblicken, nicht jedes Detail auswendig kennen. Das wäre zu krass. Die großen IT-Bewerber haben ja teilweise Produktportfolios mit zigtausend Produkten, aber man braucht definitiv einen klaren Überblick und muss das, was IT-Leiter, Entscheider allgemein, auch Developer, also wie sie alle heißen, die verschiedenen Funktionen verstehen. Das heißt, wenn der auch mal mit ein bisschen Fachlatein beginnt, muss man innerlich die Zügel in der Hand behalten können, weil man die Begriffe kennt und weiß, von was er annähernd spricht. Außer er geht jetzt zum Beispiel als Head of Development zu sehr in eine Programmiersprache rein oder so, dann wäre vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagt, gut, da würde ich dann an den Developer-Kollegen abgeben. Genau, man braucht wirklich einen vertieften Überblick, so möchte ich es nennen, der Ja. immer aktualisiert wird. Bist auch du Softwareentwickler oder IT-Experte und bist es leid, aufgrund der aktuellen Umstände, dass deine Kunden keine Investitionsbereitschaft mehr haben, dann bist du hier genau richtig. In meinem Programm lernst du, wie du dich so positionierst, dass du die richtigen Kunden nicht nur auf dich zukommen, sondern auch diese bereit sind, deine Preise zu zahlen. Ich habe es schon mit über hunderten von Softwareentwicklern umgesetzt. Ich selber war mal Softwareentwickler. Ich weiß also, von was ich spreche. Ich kenne den Markt. Wir sind über 10 Jahre IT- und Marketing-Experte, spezialisiert explizit auf den Softwaremarkt und nichts anderes. Und wenn dich das interessiert, dann gerne findest du hier unten den Link für eine 30-minütige Gratis-Strategie-Session. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zu Gemüte geführt.
Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all, ne? Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter, ne? Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise, ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads, nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sag ich mal so, aber ein, zwei, drei und die haben es dann wirklich in sich, ne? Wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat. Und so soll es eigentlich sein, ne? Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter.